Matthias Sammer wütete nach der 0:2-Niederlage von Borussia Dortmund in der Champions League gegen Paris Saint-Germain gegen den Schiedsrichter. Nachdem Niklas Süle den Ball im eigenen Strafraum aus kurzer Distanz an die Hand bekommen hatte, entschied Schiedsrichter Jesús Gil Manzano aus Spanien auf Elfmeter. Dieser sei laut Sammer eine totale Fehlentscheidung gewesen. Ich bin froh, dass bald die künstliche Intelligenz kommt. So wie der Schiri über den Platz stolziert ist, macht es keine Freude mehr. So Sammer nach der Partie in der Analyse bei Amazon Prime Video. Der einstige BVB-Meistertrainer redete sich daraufhin so in Rage, dass er kurzzeitig mitten im eigenen Satz um eine Reaktion der UEFA bangte. Ich glaube, Roberto Rossetti ist der von der UEFA? Kann ich eigentlich gesperrt werden? Fragte Sammer. Für Sammer sei die Aktion Süles eine natürliche Körperbewegung gewesen.